Und damit herzlich willkommen zum heutigen Mittwochstream. Ja, ich muss noch ein bisschen die Audio anpassen. Die ist nämlich, glaube ich, gerade noch ein bisschen zu leise. Wir stellen mal ein bisschen hoch. Und damit gehen wir heute zum Eventboss. Ich habe ein paar Twinks, wie ihr sehen könnt, in Tanaris abbestellt. Ja, Blizzard hat sich ja dazu entschlossen, den ganzen Kram hochzustufen. Das heißt, wir gehen mit unserem Druiden einfach mal hin, weil ich den Jäger schon in Orgrimmar positioniert habe. Warum, weiß ich gar nicht mehr. Ich war irgendwie, aus irgendeinem Grund wollte ich nach OG. Ja, wir holen uns jetzt das Reittier vom Event und dann werde ich mich wahrscheinlich erstmal im Anwalt ein bisschen austoben. Wir gucken mal, was da jetzt noch zu machen ist. Ich habe mittlerweile wie heißt denn das so schön? Mir fällt es gleich ein. Jedenfalls das eine Ding habe ich auf Max-Stufe. Mein Gott, mir fällt der Name nicht ein. So, der Verdammniswandler wird wieder fleißig gemacht, Gott sei Dank. Ich habe mir da mittlerweile angewöhnt, erst zum Schluss anzugreifen. Ist vielleicht ein bisschen, naja, nicht in Ordnung, aber hat folgenden Hintergrund. Es ist doof, dort zu sterben. So. WoW lädt mal wieder nicht nach. Unsere Kuh schwebt in der Luft, aber das ist in Ordnung. Ja, ich habe vorhin ein bisschen meinen Monk gelevelt. Der ist jetzt mittlerweile Stufe 40. Also macht mittlerweile auch ordentlich was her. Ich bin überrascht, dass es immer noch einige Leute gibt, die jetzt den Boss machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in den nächsten Tagen weniger werden wird. Von der Anzahl her, die Leute, die das praktisch jetzt noch machen, weil jeder, der das Mount hat, wird wahrscheinlich den Boss hier nicht mehr legen müssen. Davon gehe ich ganz stark aus. So, wir setzen unser Mundfeuer drauf. Und damit haben wir nicht unser Reittier, doch, genau. Verdammnisfalke. Das Schmuckstück wollte ich bald sagen, das Spielzeug habe ich in den letzten Tagen schon bekommen. Und hier liegen einige Leichen rum, meine Lieben. Ich habe keine Ahnung, warum. Das sind entweder alle Spieler, die sie einfach ausgelockt haben. Das ist mir, glaube ich, gestern schon aufgefallen. Oder war das heute Morgen? Ich weiß es nicht. Aber hier liegen haufenweise Leute rum, die einfach liegen geblieben sind. Ich weiß nicht. Ja, wir haben den Falken. Das war jetzt nicht sonderlich schwer. Es geht zurück nach OG, wenn wir dann das Portal treffen. Weil die Leute hier alle mit ihren Reittieren rumhängen müssen. Ja, ich werde dazu noch einen Twitter-Beitrag machen, aber sagen tue ich es jetzt schon mal. Ich bin mir noch nicht sicher, ob der Freitagsstream stattfinden wird, weil ich dort was anderes vorhabe. Entweder, ich bin mir wie gesagt noch nicht schlüssig, verschieben wir den auf Samstag. Oder ich wollte ja Favorit setzen, danke. Oder ich habe heute wieder mal Sprachstörungen, spielen gar nicht. Also Freitag war Yooka-Laylee angesetzt, von daher ist es nicht der Weltuntergang. Ich überlege mir das noch, weil die Woche war irgendwie so ein bisschen, jetzt wo das Thema durch ist, kann ich ja drüber reden. Sie war nicht ganz so geil für mich im Endeffekt. Vielleicht sagt sich der ein oder andere, was hat die denn für einen Stress? Ist doch alles gut. Chef hat mich in selbsternannte Quarantäne gesteckt und jeder kann sich dann denken, warum. Ich habe nämlich kein Corona gehabt. Und unser Gesundheitsamt ist wahrscheinlich wie so häufig auch in anderen Bundesländern vermute ich mal hemmungslos überfordert und der Grund ist sehr logisch. Und ich glaube, letzte Woche Donnerstag hat er den Test gemacht, Freitag haben wir die Bestätigung gehabt und ich wurde aber gleich am Donnerstag von der Arbeit nach Hause geschickt. Absolut nachvollziehbar und auch absolut in Ordnung vom Chef aus. Das Problem war nur, dass wir auf den Anruf vom Gesundheitsamt gewartet haben, der leider bis nach wie vor nicht gekommen ist. Aber es irgendwie auch die Anordnung gab, dass vollständig geimpfte Personen
nicht in Quarantäne müssen. Und das war eigentlich von Anfang an für mich klar. Aber so richtig, wie man sich da verhält, wusste man halt trotzdem nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen in der Schwebe hängen. Man will nichts falsch machen und schon gar nicht, wenn man dann im Büro arbeitet, irgendwie die Leute irgendwie unbewusst anstecken. Ich habe keine Ahnung, jedenfalls haben wir jetzt ein paar Tage vergehen lassen, haben nochmal rumtelefoniert, uns erkundigt, wie auch immer. Und jetzt wurde entschieden, dass ich morgen wieder gehen darf. Aber ich habe so, man klingt so dämlich, wie es ist. Ich habe keine Symptome oder so, alles schick. Wechseln geht es auch gut, also da keine Sorge, aber es ist unentspannt für mich gewesen. Also nicht so recht zu wissen, wie der Hase läuft, ist absolut nicht geil, finde ich. Da kann ich mich halt nicht entspannen. So, jetzt habe ich eine Nachricht, die ich lesen soll. Okay, gut. Alles klar. So. Düdelüdelüt. Irgendwas wollte ich jetzt. Bin ich kurz mal raus. Genau, ich wollte in Ahrenwald fliegen. Wie hieß denn das Ding? Mit den Pilzen da. Nee, Pilze waren es nicht. Mit den Samen. Mir fällt es nicht ein. Das, was ich auf Stufe 5 haben muss. Mir fällt es nicht ein. Konservatorium der Königin, Herr Gottes Willen. Ja, das habe ich jetzt mittlerweile auf 5. Das heißt, wir haben jetzt alle möglichen Samen verfügbar und haben das Ahnenwald oder das Paktsanktum in dem Sinne wirklich vollständig auf der höchsten Stufe, was ich sehr gut finde. Damit ist mein Ziel 1 schon mal erfüllt. Ich habe mir das Reittier, dieses Handreittier, auch nochmal angeschaut. Es gibt auch noch ein zweites Handmount, was vielleicht ein bisschen leichter zu erreichen ist. Nach wie vor besteht ja bei unserem jetzigen das Problem, wir haben ja zwei Ringe, zwei Bänder, im Endeffekt sind es ja Ringe. Zwei von fünf haben wir. Nikolords Angriff ist, glaube ich, der Angriff gewesen. Welcher ist gerade aktuell? Nachtfee, okay. Wir brauchen den Nikolaus-Angriff, damit die Quest zur Verfügung steht. Und dann brauchen wir trotz alledem eigentlich insgesamt vier Spieler, um einen Ramob zu besiegen. Weil wir diese Spieler nicht brauchen, weil es so schwer ist, sondern damit er gerufen werden kann. Und das Problem ist einfach, ich habe keine vier Spieler, beziehungsweise drei andere Spieler. Weswegen ich wahrscheinlich an das letzte Teil, selbst wenn ich die anderen zwei Sachen schaffe, an das letzte Teil nicht rankomme. Also es gibt drei Sachen, die wir noch brauchen. Einmal müssen wir einen Ringteil im Queststrang von einem Angriff von den Necrolords machen. Dazu muss eine gewisse Quest erfunden sein. Der zweite Teil von diesen drei Ringen ist einmal. Gerade eben habe ich es noch gewusst. Wow. Und wir hören es heute wieder 10 von 10. Der zweite war. Genau. Im Schlund müssen wir in die Schlundphase und dort den Ramob killen. Und der dritte war. Ich hab's vergessen. Da war noch irgendwas. Der dritte war. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Ich weiß es gerade nicht mehr, aber das Problem ist einfach, wir werden diesen Ringteil mit den vier Leuten nicht schaffen. Zumindest sehe ich das noch nicht. Es macht aktuell niemand diesen Teil. Ich bin wahrscheinlich schon zu spät damit. Das ist höchstwahrscheinlich der Grund. Was mich so ein bisschen ärgert, weil, muss ja nicht sein. Aber gut, kann man nicht ändern. Es gibt aber ein anderes Reittier, auch ein Handmount. Da muss ich mal kurz gucken. Es gibt auch eine Übersicht davon, welche Handmounts es gibt und wo sie zu finden sind. Jetzt muss ich nochmal nachschauen. Da ist eine, ist nämlich eigentlich, in Anführungszeichen, nur ein Erfolg. Hand von Sala Rangor. So, und dafür müssen wir die Ketten durchbrechen. Das ist ein Shadowlands-Erfolg. Und ich glaube, die habe ich sogar hier in der Liste. Siehst du mal. Da haben wir drei Stück. Es fehlen uns noch ein paar Sachen. Unter anderem die Schergen der einzelnen
einsamen Finsternis schließt alle unten aufgelisteten besonderen Begegnungen mit den Peinigern von Torghast im Schlund ab. Ja. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Problem. Beim letzten Mal, wir haben heute Mittwoch, deswegen will ich es heute gleich versuchen. Ich muss gleich mal gucken, wann das nächste Mal Peiniger-Event ist. Das müsste auf WoW-Head zu sehen sein. Wenn ich mich nicht irre. Es ist heute wieder ein bisschen mit Googlen verbunden. Peiniger von Torghast um 20 Uhr, das ist perfekt. Die Wache Charkoset. So, jetzt ist die Frage. Die haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Wache Charkoset, wo ist sie denn? Da, genau. Also den haben wir noch nicht. Das heißt, um 20 Uhr werden wir uns auf jeden Fall Richtung Schlund begeben. Es sind aktuell keine Samen aktiv, das ist auch mein Plan gewesen. So. Energischer Geist der Neugier. Was ich noch nicht herausgefunden habe, ist, wie kriegen wir jetzt diese Geister? Diese besonderen Geister. Eins in manchen Geistern ist ja auch ein Mount am Ende drin. Was haben wir hier eigentlich? Göttlicher Pflichtbewusster, energischer Geist der Neugierde. Hatten wir nicht noch einen besonderen Geist hier irgendwie? Ich glaube, das waren die beiden, ne? Oh, meine Nase juckt. Oh. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie man hier jetzt die besonderen Geister bekommt, womit man dann am Ende eventuell ein Reittier bekommen kann. Das ist mir noch nicht ganz schlüssig. Vielleicht können die jetzt einfach droppen, wenn wir unsere Aufgaben erfüllen. Das weiß ich nicht. Oh, meine Nase juckt. Ja, wie gesagt, ich muss mich da heute Abend noch entscheiden, was den Stream am Freitag angeht. Entweder, wie gesagt, wird er Samstag stattfinden oder aber ich lasse ihn ausfallen, weil ich dort einfach mir was anderes vorgenommen habe jetzt. Das habe ich ganz ehrlich auch erst später entschieden, nachdem ich die Nachricht schon rausgeschickt habe, sonst hätte ich eigentlich den Freitagsstream gleich wegsetzen können. Wechseln kann selbstverständlich nichts großartig machen, darum geht's auch nicht. Wir werden jetzt hier nicht groß irgendwo in den Film fahren. Oh, Nase. Aber manchmal hat man ja auch private Sachen zu tun. So. Ich weiß gar nicht, habe ich noch Anima zum Einlesen? Wir haben natürlich jetzt ganz wenig Anima. Ich habe jetzt auch gesehen, dass andere Leute... Wo ich mir dann denke, holla die Waldfee, aber gut, das ist auch wieder nachvollziehbar, weil ich habe ja diesen Scheiß in der zweiten Saison angefangen. Dass es andere Leute gibt, die schon viel, viel mehr haben. Also wahnsinnig viel. Seelen brauchen wir auf jeden Fall keine mehr. Ich wüsste nicht, warum wir jetzt noch Seelen vom Schlund sammeln sollten. Ich bin mir nicht sicher, braucht man Seelen für irgendwas? Ich werde es mal annehmen, vielleicht ergibt sich das von alleine. Ja, jedenfalls habe ich die Hoffnung, dass wir jetzt den Erfolg, die Ketten durchbrechen, schaffen können. Also die Schergen der Eisernen Finsternis, dazu müssen wir, wie gesagt, noch einige Peiniger von Torghast machen. Das ist eine Fleißgeschichte. Dann haben wir den Archivarkodex, den müssen wir auf höchste Stufe kriegen. Ist auch eine Fleißgeschichte, alles umsetzbar. Cortia erobern, da fehlen mir noch ein paar... besonderen Begegnungen. Da fehlen mir noch einfach ein paar Ramobs. Das sind auch gar nicht viele. 1, 2, 3, 4, 5 Ramobs, die sich direkt im Schlund befinden und nicht in Cortia oder sowas. Die von Cortia habe ich alle. Also theoretisch gar nicht so schwer, aber irgendwie bis jetzt auch noch nicht geschafft. Dann haben wir in der Offensive, da haben wir wieder die ganzen anderen Sachen. Ja, und das ist dann wieder so eine Sache. Angreifen und Tee trinken, da fehlen mir noch Leute. Also das ist eine ganz schöne Arbeit, diesen Erfolg am Ende voll zu haben. Deswegen wir auch jetzt wieder das volle Programm durchziehen werden. Als erstes möchte ich aber jetzt ehrlich gesagt nachgucken. In der Offensive
Haben wir für die Nachtfee den Angriff schon erledigt? Nee. Sieht nicht so aus, oder? Helft jedem der folgenden Charaktere während der Nachtfee-Quest. Fragt mich nicht, wie man das schreibt. Ja, also wir müssen wirklich alle hier noch machen. Der Kerkermeister, das ist auch während des Nachtfees. Genau, das hatten wir offen. Dafür ist die Verfolgung hier gerade nicht groß genug. Uns fehlen auch noch 6 Truhen. Ich bin nur gerade irritiert, dass schon wieder Nachtfee-Angriff ist. War der nicht erst? Aber okay, gut. Wir haben jetzt hier alles angenommen. Der Weltboss befindet sich hier. Den werden wir selbstverständlich weiter mitnehmen wegen dem Anina. Weil uns fehlen ja auch noch einige Sachen in Sachen Ruffraktion. So, was ist das hier für eine Quest? Da weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ah ja, kriegen wir 500 Forschung. Okay. Ja, und das wird unser jetziger Plan werden. Also ich werde mich wahrscheinlich von diesen Ringen hier nicht verabschieden, aber wahrscheinlich werde ich das nicht weiterführen, weil ich glaube, dass wir das nicht schaffen, weil wir halt die Leute nicht haben. Was ärgerlich ist, es ärgert mich sehr, aber ich habe momentan halt nicht wirklich Mitspieler, die aktuell WoW spielen. Da kann man nicht viel machen, außer mal gucken. Ich denke, dass es vielleicht später irgendwann mal diesen Rahmen gemacht werden kann, dass ich dadurch den Ring im Nachhinein holen kann. Vorausgesetzt ist natürlich, dass Blizzard das nicht irgendwie ändert. So, Erfolge können wir mal ausblenden. Der Rahmen ist gerade nicht da. Ja, aber das ist so eine Sache, wie gesagt, diese letzten Tage, dieser. Es klingt so übertrieben dramatisch, ich weiß. Ich weiß, wie sich das anhört. Ach, shit, den wollte ich gar nicht pullen. Diese Ungewissheit hat mich ehrlich gesagt die letzten Tage wieder extrem genervt. Dass man nicht so recht wusste, was ist jetzt Sache? Muss ich morgen arbeiten? Muss ich morgen nicht arbeiten? Wann ruft das Amt an? Ruft es überhaupt an? Wir wissen nach wie vor nicht, wann das Amt anruft, davon mal abgesehen. Vexan weiß aber, wie er sich zu verhalten hat. Und das ist eben ein Punkt, den ich halt nicht so recht hatte. Und wo sind meine Pets? Wieso greifen die gerade nicht an? Irgendwie ist das gerade komisch. Bin ein bisschen irritiert. Ich werde die mal neu rufen. Irgendwas stimmt hier nämlich gerade nicht. So. Ja, übrigens für alle, die das Rift-Projekt verfolgen, ich habe mich also dazu entschlossen, das war eigentlich auch abzusehen, dass der Stream vom, jetzt muss ich überlegen, haben wir Sonntag Rift gestreamt? Ich glaube schon, bin mir nicht sicher, dass der Stream von Sonntag praktisch die Folge von Donnerstag werden wird.
Ich habe es praktisch einfach in beide Playlisten reingepackt. Das heißt, ihr findet es in der Playlist von Let's Stream und in der Playlist von Rift natürlich auch wieder. Das sollte eigentlich auch alles klappen. Die Eule ist aber mutig. Na gut, dann greifen wir mal an. Wir haben momentan nicht wirklich einen Heiler in der Nähe, sehe ich das richtig? Wir haben einen Heiler und der ist nicht da. Ja, wir haben heute übrigens auch das Retail-Let's Play beendet. Und im Dezember startet dann New World. Das heißt, es wird in den nächsten 2 Wochen... Wenn ich jetzt richtig rechne, 1, 2. Ja, also ich denke mal, maximal hoffentlich 2 Wochen wird es Mittwoch kein Projekt geben. Also da wird keine Folge erscheinen, weil Retail beendet ist. Und ich New World erst im Dezember kaufen werde. Das hat übrigens einfach folgenden Grund. Kurzum. Mein November ist immer mein Dezember, wie ich immer gern sage. Das heißt, bei uns... Bei uns sage ich schon, bei mir wird im November eigentlich schon alle Weihnachtsgeschenke und alles besorgt. Das heißt, der November ist immer ein bisschen teurer, was die Ausgaben betrifft. Und daher habe ich mich dazu entschlossen, diesen Monat nicht auch noch New World zu bezahlen. Ich hätte natürlich New World schon kaufen können, das sehe ich ein. Aber was soll's. Ich hatte ehrlich gesagt, war ich selber ein bisschen darüber überrascht, dass wir jetzt schon so weit in Retail fortgeschritten sind, was das Let's Play betrifft, dass es jetzt wirklich schon zu Ende ist. Ich war, als ich die Aufnahme gestartet habe, nicht in der Meinung, dass das heute schon vorbei ist. Das kam irgendwie unerwartet. Aber naja. Lol, der kann diesen Glimmerpelzstreuner droppen. Das ist ja witzig. Ich habe mir den damals gekauft. Das ist ja witzig. Ah ja, gut. So, wir müssen noch eine Weltquest hier erledigen. Ich gucke gerade, welche wir am besten machen. Ohne dass wir hier die ganze Zeit angegriffen werden. Ich glaube, da unten ist es am besten. Wir machen aber trotzdem Schmucktau wieder. Weil wir die dankbaren Gaben auch noch gebrauchen können für irgendwelche Items. Wir haben ja noch nicht alles gesammelt. Kann ich die gar nicht ansprechen? Ah, nee. Ja, und soweit wir heute kommen, mal schauen, wird es dann am Ende noch ein bisschen Getwinke geben. Ich vermute aber bald, dass das nicht so weit sein wird. Oh! Nehmt an folgenden Aufführungen im Seeamphitheater teil. Cool! Ich habe nicht gewusst, dass es dafür auch einen gibt. Nice! Sehr schön. Ach, meine Nase, Leute, die juckt gerade voll. Ich weiß nicht warum.
Wir haben ja irgendwie noch eine Quest noch nicht angenommen. Wo soll die denn sein, sag mal? Hä? Die muss doch hier sein. Ich bin ein bisschen irritiert. Ist das schon wieder ein Anzeigefehler? Oben auf der Treppe war keiner. Wir gucken jetzt mal hier drüben. Achso, wir müssen ja sowieso noch... Haben wir unsere Missionen jetzt schon abgeholt? Nee, müssen wir noch machen. Hier ist er. Ist auch falsch Anzeige, ne? Naja. Wie viel Tapferkeitsabzeichen haben wir eigentlich mittlerweile? 2560. Wow, ist auch eine Menge. So, dann versuche ich nach wie vor hier den Kampagnenfortschritt weiterzumachen. Warte mal. Das war nicht richtig. Moment. Naja, irgendwie wird das nichts. Wir müssen da wahrscheinlich noch ein bisschen leveln. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt auch die letzten Tage versucht habe, früh aufzustehen. So dass ich mir meinen Schlafrhythmus jetzt die letzten Tage nicht versaut habe. Aber es ist trotzdem merkwürdig jetzt zu wissen, dass ich um 9:30 wieder ins Bett müsste. Also, ja. Man gewöhnt sich ganz schnell daran, seinen Rhythmus irgendwie umzuändern. Ich weiß auch nicht. Okay, der klappt auch nicht. Dann brauche ich die anderen gar nicht versuchen. Ach nee, das war der gleiche. Das war der gleiche. Okay. So, das kann aus der Verfolgung raus. Das kann raus. Die können wir abgeben. Das machen wir auch gleich mal. Und dann werde ich hier mal kurz Konservatorium der Königin. Es gibt ja so eine schöne Übersicht über die Geister, die man benutzen muss und was man am Ende rauskriegen kann. So, und ich glaube, das war der Geist von unbeirrten Abendläufer, genau. Den wollte ich nämlich eigentlich haben. Göttlicher, pflichtbewusster Geist. Und mit 4 Wurzelfasern kann ein unbeirrter Abendläufer dort rauskommen. Und den möchte ich jetzt gerne starten. 4-mal Wurzelfaser haben wir ganz sicher da. Wenn ich mich nicht komplett irre. Ja, Wurzelfaser, genau. Und das möchte ich gerne starten, dass wir mit Glück vielleicht den unbeirrten Abendläufer rauskriegen. Ich weiß nicht, wie da die Droprate gehalten ist, ob das sicher ist, ob das eine mögliche Chance ist. Wir haben natürlich auch die Chance auf Temok, oh mein Gott, Transmog.
Und es gibt halt auch nur einen Samen, der dafür in Frage kommt, der vier solche Katalysatoren hat. Deswegen kann man das auch nur alle paar Tage mal machen. Und man braucht natürlich dafür einen göttlichen, pflichtbewussten Geist. Das ist auch klar. So, Wurzelfasern sind Gott sei Dank nicht das Problem. Ich bin gespannt, was rauskommt. Das werden wir aber erst in 24 Stunden sehen. Wenn ich richtig liege. In 3 Tagen sogar. Es dauert sogar 3 Tage, nicht 24 Stunden. So, dann habe ich hier einen energischer Geist der Neugier. Das ist was für ein Geist? Das steht hier gar nicht bei. Ja, energischer Geist der Neugier. Von der Quest ein seltener und ungewöhnlicher Geist. Ihr müsst, bababab. Gut, wir werden den einfach mal verwenden. Ich weiß nicht genau, was der bringt. Wir nehmen einfach mal ein Temporalblätter. Ja, die Quest habe ich jetzt noch nicht erfüllt. Ist egal. Der ist noch 2 Tage. So, ich glaube, das war es an Geistern, die ich besitze. Mehr habe ich, glaube ich, aktuell nicht. Das heißt, hier können wir leider keine reinsetzen. Aber vielleicht kriegen wir das heute noch hin, weil wir geben ja dann gleich die Weekly ab. Nachher gleich. Wie auch immer. Und vielleicht können wir dann noch den letzten Geist einpflegen. Wie gesagt, davon habe ich echt nicht viele. Also mittlerweile ist es so, dass man weniger Geister hat, als das Konservatorium hergibt. Das war mal andersrum. Ich weiß auch nicht, irgendwie hat das da einen Umschwung gefunden. Haben wir die Quest jetzt abgegeben? Nein, haben wir nicht. Wie jetzt? Platziert einen stolzen Geist. Ach so. Ja, wir hatten keinen, ne? Gut, egal. Habe ich gerade gedacht, warum ist das nicht abgeschlossen? Alles gut. So, dann gucken wir uns hier mal kurz. Hat hier nicht irgendeiner von denen die hier unten, oder? Nee. Gab es hier nicht noch irgendwie. Ach nee, die befindet sich direkt im Paktsanktum, ne? Die Rüstungsdame vom Konservatorium. Jetzt müssen wir uns auch langsam auf den Weg machen. Ehe ich mich versehe, ist das Thema, ist die Uhrzeit um. So, wir haben hier unten, haben wir die Rüstungshändlerin der Nachtfee. Die suchen wir aber nicht. Wir suchen ja eigentlich die Rüstungshändlerin vom Konservatorium, was wir jetzt auf Maximalstufe haben. Und das ist die eigentlich auch nicht. Wilde Jagd. Ist es ja eigentlich nicht. Aber uns fehlen hier auch noch ein paar Sachen, davon mal abgesehen. Dann ist es doch die da hinten. Weil ich habe mir ehrlich gesagt noch nicht im Detail angeschaut, was die uns jetzt anbietet. Nee, ich war es auch nicht.
Sehr komisch. Gab es hier nicht noch eine Händlerin, die für das Konservatorium da ist? Bin ich doof? Irre ich mich? Nee, oder? Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Wie so oft. Umrüstungsmeisterin vielleicht? Nee. Für jeden Anlass etwas. Das ist ja jetzt komisch. Ich bin der festen Meinung gewesen, ich habe einen Händler gefunden gehabt, der mir noch Sachen nicht kaufen konnte, weil ich das Konservatorium noch nicht auf höchster Stufe hatte. Ich bin gerade echt raus. Welcher das war? Das ist ja jetzt komisch. Habt ihr etwas gesehen? Naja, gut, egal. Ich werde jetzt hier nicht noch weiter suchen. Das ist ja dann doch ein wenig Zeitverschwendung. Wir machen uns jetzt auf den Weg in den Schlund. Wir werden dort unsere ersten Aufgaben erledigen. Uns fehlt hier doch der Pilztyp, das weiß ich. Den darf ich nicht vergessen. Die Jagd muss weitergehen. Wieso fliege ich eigentlich? Wir können doch mal unser Portal nehmen. Ich bin doch doof, sag mal. Wir können doch direkt mit unserem Pilztiny zum Schlund. Dadurch, dass die Nachtfeen Angriff haben, können wir direkt zum Schlund reisen. Ich helfe euch gerne. Die Königin wacht über uns. Sehr praktisch, muss ich sagen. Schneller geht's, glaube ich, kaum. Ja, natürlich beginnt die Jagd. Wir schleichen durch die mondlose. Eure Beute erwartet euch, Schlundgänger. So, 30 Feinde töten. Nun sprecht. Ladet Unklinge mit. Okay. Fragt mich nicht, wie man das schreibt. Das ist die Quest, die wir brauchen. Das ist die Quest, die wir brauchen. Okay, fragt mich nicht, wie man das schreibt. Okay, das ist eine der Quests, die wir für den Erfolg brauchen. Na toll, jetzt hat er die Erfolge ausgeblendet. Jetzt hat er sie alle ausgeblendet. Das ist schlecht. In der Offensive. Helft jedem der folgenden Charaktere während der Nachtfee-Angriffsquest. Fragt mich nicht, wie man das schreibt. So. So, dann gucken wir jetzt mal gucken. Hier gibt es doch bestimmt auch einen Tipp. Es gibt ja zu fast allen Erfolgen einen Erfolgsguide, der uns so ein bisschen hilft. Für diesen Erfolg muss der Angriff aktiv sein. Im Laufe der Quest soll man Verbündeten helfen und im Questgebiet findet man 6 namhafte Verbündete. Diesen soll man allen helfen. Bisher ist nicht bekannt, ob dieser Erfolg während des Angriffs bereits errungen werden kann oder ob man dazu mehrere Angriffe benötigt. So, dann rufe ich mir den Erfolg mal auf. Und dann gibt es hier englische Kommentare. So.
Also, es schreiben auf jeden Fall ein paar Leute schon, aber zumindest war es in einem einzigen Durchlauf machbar. Okay. Wir haben jetzt verschiedene Koordinaten von den Leuten. Jetzt ist die Frage, ist das Addon zeigt uns die, glaube ich, nicht an, ne? Das wäre auch zu schön gewesen. Okay. Aber ich glaube, wir können Waypoints im Addon TomTom einstellen, wenn ich mich nicht total irre. Jetzt muss ich mal gucken. TomTom ist an. Richtungspfeil. Wegpunktprofile, Einstellungsprofile. Okay, ich probiere einfach mal was aus. Okay, das hat schon mal nicht geklappt. Wie kriege ich jetzt die Koordinaten hin? Wie finde ich die Leute, die ich hier finden muss? Weil wenn ich den anspreche, dann steige ich ja auf den drauf. Und dann muss ich mit dem Typen, nämlich zu den sechs NPCs, zu Elder Gwena, Kivas Höhle, zu Kiva, Vorarbeiter und so weiter und so fort. Das ist jetzt die Frage, wie man das Ganze am besten macht. Warte mal. Way 20. Ja, sehr gut. Okay, so funktioniert's. Alles klar. Dann haben wir das jetzt. Gut, dann muss ich mir jetzt gleich die Koordinaten nach und nach nehmen. Ich habe mir jetzt erstmal nur die Koordinate vom ersten NPC genommen. Dann machen wir das jetzt als erstes. So, und dann laufen wir jetzt mit dem Typen hier zu den einzelnen NPCs. Wie kämpfen wir mit dem? Bin ganz ehrlich, ich mache die Quest, glaube ich, irgendwie gerade richtig zum ersten Mal. So.
So wie es aussieht, ist der hier oben. Und das müsste Elder Gwena sein. Das scheint mir aber nicht richtig zu sein, oder? Der ist doch unten. Okay, dann müssen wir wieder runter. Das Ganze dauert natürlich jetzt dementsprechend lange. Aber halb so wild. Wir haben ja Zeit, von der Theorie her. Ich werde mal hier den Stream wieder aufmachen, dass ich sehe, wenn jemand was schreibt. Wir werden uns jetzt erstmal auf diese ältere Gwena, da ist sie doch. Steinkerker, von den Schlundgebundenen in einen Stein gefangen. Slaken kann solche Opfer befreien. So. Das ist der hier. Die zählen sogar für 3 NPCs auf einmal. Okay. So. Wir werden mal die Quests hier ausblenden. So, dann haben wir den ersten fertig. Dann brauchen wir Kivas Höhle, den Eingang. So, Schrägstrich Way. Jetzt habe ich ja, jetzt weiß ich ja, wie das Ganze funktioniert bei TomTom. Ein sehr nützliches Add-on für solche Erfolge, würde ich behaupten. 3955. Und jetzt haben wir einen neuen Wegpunkt, den wir finden müssen. Der ist jetzt da drüben. Okay. Ja, meine Lieben. Wir werden uns, wie gesagt, darauf fixieren, die NPCs zu finden. Ich gehe davon aus, dass wir dann wahrscheinlich alle 25 zusammen haben. Ich wiederhole mich gerade, oder? Ah, ungünstig. Also viel Schaden machen die nicht wirklich, ne? Ich würde behaupten, dass es wahrscheinlich leichter ist, das andere Reittier zu bekommen, als das Reittier hier. Weil das hier ist eine Arbeit von mehreren Wochen, wenn nicht sogar Monaten. Eigentlich hatte ich das schon viel, viel früher vor, das Ganze hier festzumachen. Aber irgendwie hat mich dann irgendwie die Motivation nicht mehr so wirklich gepackt und ja. Jetzt starten wir wieder durch. Was anderes ist sowieso nicht zu machen. Wow, Gegner behindert. Toll, jetzt habe ich dem geholfen, obwohl ich es gar nicht wollte. So ein Mist. So. Wir müssen jetzt in die Höhle rein. Und dort müssten wir dann einen unserer NPCs finden. Da vorne ist er. Kiva, da ist er. Was hat Kiva für ein Problem? Verwundert. Sehr schön. Dann sitzen wir noch 4. Wunderbar. Dann kommt jetzt der nächste. Vorarbeiter Torodia. Also theoretisch, wenn man weiß, wie es geht, ist es gar nicht so schwer. Aber man muss es natürlich wissen, ne? Und nicht stur die Quest machen. Und natürlich ist das Ganze nicht ganz einfach, weil hier sind überall kleine Mobs, die uns den Weg versperren.
Wir müssen jetzt hier einmal quer durchs ganze Gebiet. Das ist nicht ohne. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. So, das wird jetzt spannend werden hier. Da ist aber ein anderer Spieler, das heißt, wir halten uns mal hier dran. Weil den Elite-Mob möchte ich wie sagt man dazu, nicht unbedingt pullen. Das Problem an der Quest ist ehrlich gesagt, dass wir die Mobs hier wirklich sehr, sehr langsam nur tot kriegen. Sie machen uns auch fast keinen Schaden. Das ist natürlich das Gute daran. Aber es ist auch wirklich mühselig, die Mobs hier umzubringen. Das ist wirklich mühselig. Ach Mist, das haben wir noch eingepolt. Gut, wir laufen mal weiter. Jetzt ist die Frage: Befindet sich der dort ernsthaft in der Ecke? Tatsächlich. Okay, Leute, wir müssen da wirklich in die Ecke. Geht nicht anders, da ist der Glasmacher. Was hat der für ein Problem? Steinkerker. Okay, wir brauchen also wieder unseren Slanken. Und jetzt hängen wir fest, das ist ungünstig. Okay. Ich versuche mich mal auf ein sicheres Gebiet zu begeben. Mehr oder weniger. Sehr schön, die Mobs laufen wieder zurück. Wunderbar. So, dann kommt jetzt der nächste. Tesan haben wir auch noch nicht, genau. Tesan befindet sich. Ach hey, der findet sich wieder ganz weit auf der anderen Seite. Okay. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier... Sollte ich die anderen Wächter erstmal nachgucken? Nicht, dass die sich hier noch befinden. Das wäre ja mehr als ärgerlich. Wir laufen einfach weiter, wir lassen uns nicht beirren. Ja, die resetten nämlich von ganz alleine, das ist sehr, sehr gut. Hä, laufen wir gerade echt in die falsche Richtung? Wieso habe ich denn hier zwei Wegpunkte? Kann der an zwei Punkten sein? Moment. 39,06. Das ist ein anderer. Wieso ist denn der noch zu sehen? Ach, Kacke. Ich hätte doch in die Richtung gemusst. Oh. Ja, man sollte einfach auf diesen Pfeil achten, ne? Egal.
Mist, und das Packding fängt gleich an. Wir könnten jetzt einfach absteigen und dann das erstmal machen, die Packza den Angriff. Der fängt in 3 Minuten an. Wir versuchen noch Tesan zu finden. Das kann ja nicht so schwer sein. Der ist ja hier um die Ecke. Und dann gehen wir erstmal aus dem Typen hier raus, weil solange wir die Quest haben, können wir den immer wieder benutzen, denke ich mal. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, da vorne ist Tesan. Den holen wir uns noch. Was hat Tesan? Okay. Wunderbar, dann haben wir den schon mal. So, dann gehen wir hier einmal raus. Dann brauchen wir nur noch die beiden Wächter. Wir machen uns auf den Weg zum Paktangriff. Und ich hoffe ja, dass das diesmal funktioniert. Weil ich hatte jetzt die letzten paar Male das Problem, dass mir der Scheiß nicht angezeigt wurde. Ja, wir warten noch die 2 Minuten. Den Wegpunkt können wir eigentlich schon mal entfernen. Wir können uns eigentlich schon mal den für den nächsten holen. Und zwar Wächter Khazad. Dann wissen wir zumindest schon mal, wo der Typ rumrennt. Wächter Khazad ist gar nicht so weit weg. Das ist gut. Okay. In 1 Minute sollte es soweit sein. Und drückt mir mal die Daumen, dass mir Peiniger von Torghast angezeigt wird, weil die letzten Male war das nämlich nicht der Fall. Das Gebiet wurde mir zwar angezeigt in dem Sinne, aber ich habe hier rechts keine Verfolgung gehabt und ich weiß nicht, woran das gelegen hat. So, ich werde mal die Quests hier alle wegmachen, dass ich nur Erfolge und Questziele habe. Vielleicht lag es ja daran. Ich bin auch überhaupt nicht sicher, wo das Ganze aufploppt. Weil der kann von der Karte aus gesehen, kann der überall auftauchen. So, 20 Uhr. Na gut, geben wir dem Server noch ein paar Sekunden. Wie kann ich helfen? Friede mit euch. Warum wird der Peiniger von Torghast uns jetzt nicht angezeigt? Der müsste doch jetzt eigentlich aktiv sein. Das ist komisch. Oder liegt das daran, weil jetzt Nachtfee-Angriff ist? Aber das glaube ich bald nicht. Da ist er. Ereignis Peiniger von Torghast. Oh, sehr schön. Ist sogar nicht mal weit weg. In die Richtung. Peiniger von Torghast ist ein Event, was man einmal in der Woche machen kann. Das weiß ich noch. Ich weiß nur nicht, wie sich das mit den Bossen verhält, weil es wird ja, ich weiß gar nicht, stündlich? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Wie oft geändert. Und ich sehe auch gerade, hier sind noch mehr Leute unterwegs. Wir sind eindeutig im Gebiet und es wird wieder nicht angezeigt. Das gibt's doch nicht. Liegt es jetzt daran, weil der Timer noch läuft? Ich verstehe das nicht. Warum wird mir das nicht angezeigt, dieser Peiniger-Kram?
Gut, wir warten mal die Zeit noch ab. Das beginnt ja erst in 3 Minuten. Aber trotzdem will ich schon mal im Chat nachfragen, ob man jetzt schon was sehen kann. Aber ich bin hier definitiv nicht die Einzige. Hier sind noch mehr Leute, die das machen wollen. Vielleicht antwortet ja einer von denen. Fakt ist aber, dass ich beim letzten Mal, als ich den Peiniger-Kram machen wollte, nicht die Quest gehabt habe. Und ich weiß nicht warum. Ich hatte nicht den Fortschrittsbalken und ich hatte auch nicht irgendwo hier die Anzeige, dass das ein Peiniger ist. Ich hoffe ja inständig, dass es diesmal klappt. Da hätten wir ein Peiniger weniger in der Liste. Gut, dann müssen wir jetzt noch ein bisschen Geduld haben. Wir sind auf jeden Fall an der richtigen Stelle, das können wir auf jeden Fall sagen. Der Hexer hat sich versteckt. Ich überlege auch nach wie vor übrigens mir, ob ich mir das Mount hole, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es super süß. Auch wenn es hier gerade irgendwie ein bisschen komische Lichtreflexe hat, aber okay. Aber irgendwie will ich momentan Blizzard auch nicht noch zusätzlich Geld in den Rachen werfen. Weil im Endeffekt ist das ja nichts anderes als Geldmacherei momentan. So, wie ist eigentlich momentan der Stand der WoW-Marke? Immer noch bei 300.000, okay. Also hat sich das eigentlich spielertechnisch noch nicht viel verändert. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass es doch Gott sei Dank so viele Spieler sind, die den Peiniger machen müssen. Oder machen möchten. Wobei man sagen muss, es ist Mittwoch. Da machen sie vielleicht noch alle. Man muss diese Events wahrscheinlich... Ja, sehr gut. Es wird angezeigt. Super. Gottes Willen. Gut, dann ist meine Angst, Gott sei Dank unbegründet jetzt. Das ist nämlich diese Anzeige, die mir sonst immer nicht angezeigt wurde. Gott sei Dank. Es hat zwar keiner geantwortet, aber ist zum Glück auch nicht notwendig gewesen. So, und da haben wir unseren Peiniger. Mein Pet werde ich jetzt nicht auf
aggressiv stellen, beziehungsweise auf spotten, weil den will ich nicht spotten. Unfassbar, wie schnell der stirbt. Unfassbar, wie schnell der stirbt. Aber wir haben ihn geschafft. Das zählt. Und können damit sagen, dass wir wieder einen Teil fertig haben. Jetzt muss ich nochmal schauen. Wie hieß denn jetzt nochmal der Erfolg? Ketten durchbrechen, genau. Schergen waren das nicht. In der Offensive. Welcher Erfolg war denn das jetzt? Also das ist so viel, dass man sich das gar nicht alles merken kann. Cortia erobern? Nein. War das doch der Scherge? Ja, hier war er. Malleus Krakitz. So, der nächste findet sich um Peiniger. 22 Uhr. Interessor Rasra. Den haben wir schon, den brauchen wir nicht. Und dann ist am Donnerstag um 6 Uhr der nächste. Den wir definitiv nicht schaffen werden. Um 6 Uhr morgens. Und den haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Naja. Aber gut, das ist halb so wild. Jetzt machen wir die Helden von... Bitte jemand anders aussprechen lassen. Da brauchen wir nur noch zwei Stück. Das heißt, wir setzen uns wieder auf unser Bäumchen drauf. Oder was auch immer es ist. Und machen uns auf den Weg dorthin. In die Richtung. Ja, wir haben hier natürlich Sachen bekommen. Wir haben hier eine Truhe des Folterers bekommen. Die machen wir auch noch auf. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist der Punkt? Ist ja gar nicht so weit weg. Wo ist denn der? Ach hier, der ist ja hier direkt. Ach Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Wunderbar. So, dann fehlt uns nur noch der Wächter Kota. Gut, der befindet sich wieder ein ganzes Stück weiter hinten, aber auch das kriegen wir hin. Das ist der letzte Wächter, den schaffen wir auch noch. Aber ich glaube, dazu müssen wir über die Treppe hoch. Das wäre ja wohl gelacht, wenn wir den nicht schaffen. Und dann können wir nämlich hier die Quest ganz normal abschließen. Weil dann haben wir nämlich diesen NPC, den Kram, erledigt. Wir halten uns an unserer Theorie, wir laufen einfach weiter. Da ist er ja schon. War ja doch nicht so weit weg. Ja, sehr schön. Perfekt. Wie läuft eure Jagd? Gut, dann können wir jetzt die anderen Sachen retten, befreien, wie auch immer.
Den Wegpunkt hier können wir entfernen. Den können wir auch entfernen. Die sind sowieso meistens alle hier verwundet wahrscheinlich, ne? Ja, easy, gar kein Problem. Ja, der ist also nicht mega schwierig. Ich empfehle, wie gesagt, an dieser Stelle das Addon TomTom. Dort könnt ihr einfach Schrägstrich Way und dann die Koordinaten eingeben. Und wie ihr sehen konntet, ist das wirklich nicht schwierig, dann dort die Sachen zu finden. So, wir brauchen noch wie viele Leute? Gegner behindern. Torgas Portal, einen Streich gespielt, okay. Ach nee, das war ja der falsche. Wo haben wir jetzt hier Torgas-Portale? Die sehe ich gerade irgendwie nicht, glaube ich. Das Einzige, was mich extrem nervt, ist dieses Schneckentempo von diesem Ding. Extrem anstrengend. Aber wo sollen hier Torgas-Portale sein? Ich bin verwirrt. Wie immer. Ach, das sind die Dinger, die hier oben teilweise rumstehen, glaube ich. Ah ja, die hier oben. Alles klar, also da unten ist eins, hier oben ist eins und wo ist das dritte? Die Frage der Fragen, wo ist das dritte Portal? Eieieiei. Schneckentempo, wir lieben es, oder? Wir gucken noch mal oben. Ich glaube, oben war noch welcher. Hoffe ich zumindest. Das ist ein chaotischer Rissstein.
Ich habe die natürlich nicht im Kopf, die Portale. Da oben ist wirklich noch einer, Gott sei Dank. Gut, dann haben wir die Quest nämlich auch fertig. Und müssen sie von der Theorie her nicht mehr machen, aber werden sie trotzdem erledigen, wenn sie dran ist. Jetzt müssen wir während des Nachtfehlangriffs noch den Tiegel, die ganzen Kisten öffnen. Aber das werden wir heute nicht machen können, weil wir nicht in den Riss kommen. So, können wir den verlassen? Das brauchen wir nicht. Dann müssen wir jetzt noch ein paar Gegner töten. Voilà. Ich bin ein bisschen verzielt. Ungünstig, aber gut. Da jemand ganz viel zusammen, oder ist das, weil er da rumrennt? Ah nee, das ist, weil er hier rumrennt, okay. Gut, dann dürfen wir für die Nachtfee theoretisch alles fertig haben, was den Angriff betrifft. Die Truhen machen wir, wie gesagt, wenn die Quest dafür verfügbar ist, dass wir in den Riss müssen. Weil das einfach besser ist. Weil ich hier absolut keinen Riss finde. Hallo. Ketten durchbrechen. Aufgrund eines Addons, ja. TomTom hat leider auch die Angewohnheit, hier rumzuspinnen und Fehlermeldungen zu erzeugen. Sind unsere Mobs eventuell tot? So wie es aussieht, ja. Und ich habe es nicht mitbekommen. Nicht Mobs, sondern Pets. Ziehen uns mal zurück. So. Da. So, Ketten durchbrechen jetzt. In der Offensive war das. Und dann haben wir hier bei den... Hier und welche Armee? Das dürfte Necrolords sein. Da fehlt mir auch noch jede Menge. Dann haben wir Zowalze. Während ihr einen schlundsicheren Sonnenschirm haltet, das ist eindeutig Ventia. Die Geheimvorräte haben wir schon in der Beobachtung. Die können wir heute leider nicht fertig machen. Weil es würde wahrscheinlich funktionieren, dass man sich eine Gruppe sucht. Aber das würde jetzt, glaube ich, wieder den Rahmen sprengen. Angreifen und Teti ist auch definitiv Ventia und Grabbelkiste ist, glaube ich, auch Ventia. Ne, Grabbelkiste ist Necrolord-Angriff. Okay. Also wir brauchen, für die Bastion brauchen wir nichts mehr. Und bei Nachtfee brauchen wir nur noch die Truhen. Der Rest ist Ventia und Necrolords. Yippie-yay. Ich finde den Erfolg ehrlich gesagt wirklich am mühseligsten.
So. Wir brauchen noch 13 Stück. Das sind so viele, ne? Ich weiß nicht, ob man das irgendwie anders machen sollte, aber eigentlich sind das... Ist das so gedacht, glaube ich, ne? Dass man die manuell tötet, nicht mit irgendwas anderem. Ja, selbstverständlich, wenn wir natürlich Leute finden, die diesen Rahmen noch brauchen für das andere Handmount, sage ich natürlich nicht nein. Aber ich habe es ehrlich gesagt bei mir in der Gilde versucht, obwohl die Gilde meines Erachtens noch riesig ist, haben bei 30 Leuten null geantwortet. Gruppen findest du dafür auch nicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht... Das müsste ich ausprobieren, ob es sich vielleicht lohnt, mal selber eine Gruppe einfach aufzumachen, wenn viel los ist. So, keine Ahnung, Freitagabend, Samstagabend, wenn viele Leute online sind, von der Theorie her. Einfach mal versuchen, ob man dann vielleicht Leute findet. Weil ich denke wirklich, wenn man vielleicht 2, 3 Leute hat, mit denen man das machen kann, dann ist das andere Handmount eigentlich kein Problem. Das hier ist natürlich eine ganz schöne, ich will nicht sagen Scheißarbeit, aber sehr, sehr mühselig, bis man hier alles zusammen hat. Was ich übrigens noch gar nicht erzählt habe und da bin ich ehrlich gesagt total happy drüber. Das habe ich aber auch erst im Nachhinein gesehen, in der Statistik von Twitch. Es fehlt nicht mehr viel für den nächsten... Oh weia. Oh weia. Was ist denn hier passiert? Hallo? Was? War das? Okay, ist in Ordnung. Wie viele Stücke haben wir jetzt gerade verloren? Shit, das habe ich jetzt nicht gelesen. 900? Ach ne, 99. 900 habe ich, glaube ich, nicht mal, oder? Na doch. Die holen wir uns aber gleich zurück. Das könnt ihr wissen. Ich brauche, glaube ich, für die nächste Stufe beim Twitch-Streaming... Was auch immer, wie man das nennen möchte, brauche ich nur noch regelmäßig höhere Zuschauerzahlen, was ja auch von alleine kommt, wenn man regelmäßig online ist. Das ist mir bewusst. Aber wir haben beim letzten Mal eine Sache geschafft, worüber ich sehr, sehr stolz bin, und das geht natürlich an die Zuschauer raus. Und zwar habe ich es irgendwie hinbekommen, und ich bin der festen Meinung, dass es ganz komisch gezählt wird. Ich sollte vielleicht mal mein Pet rufen, ne? Wäre vielleicht eine Hilfe. Wir haben es geschafft, 5 verschiedene Leute im Chat zu bekommen, was für den Erfolg notwendig ist dort. Und das ist natürlich eine Sache, die ich euch verdanke. Habe ich aber leider erst danach gesehen. Also für mich selber während des Streams habe ich das gar nicht so wahrgenommen, dass das 5 verschiedene Leute waren. Aber irgendwie zählt Twitch da ganz, ganz komisch. Da bin ich ehrlich gesagt selber noch nicht wirklich hintergestiegen. Aber das wird wahrscheinlich noch sehr, sehr viel mehr Sachen irgendwann drauf zukommen. Spätestens wenn wirklich der Affiliate, wie auch immer man das ausspricht, ich bin immer noch der Meinung, ich spreche es falsch aus. Wenn dieser Status wirklich verfügbar sein wird, ist das wirklich eine Sache, die ich mir gut überlegen muss. Weil da sind auch nicht nur... gute Sachen dran gebunden, sondern auch verantwortungsvolle Sachen. Jetzt jedenfalls, zu jetzigen Zeitpunkt, habe ich die Möglichkeit, euch als Zuschauer zum VIP-Status zu machen.
Was das aber genau bedeutet, habe ich mir noch nicht so im Detail angeguckt. Und VIP ist für mich, glaube ich, auch etwas ganz Besonderes. Also, das wird sich mit der Zeit ergeben. Da werden sich Leute rauskristallisieren, da bin ich mir ganz sicher. Aber ich freue mich eigentlich darüber, dass ganz, ganz langsam ein Fortschritt bei den Zahlen zu merken ist. Ich mache das Ganze ja jetzt seit Februar 21, also schon relativ lange. Und ich freue mich wirklich, dass ich nicht nach hinten falle, sondern nach vorne gehe. Peppy, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. ...26, nicht mehr viel. Und es zeigt mir auch, anhand der Zahlen der Zuschauer, auch wenn die Leute nicht schreiben, was absolut okay ist, ich habe das auch sehr oft, dass ich einfach nur zugucken möchte, dass ich irgendwas richtig mache. Ich mache auch noch sehr viel falsch. Ich merke im Nachhinein immer wieder, dass ich teilweise zu lange einfach nur hier sitze und gar nichts sage. Das weiß ich. Da arbeite ich nach wie vor dran, dass es aber wirklich eine der Sachen, die man wirklich... Unser Pet ist schon wieder tot. Warum sagt mir das denn keiner? Das ist eine Sache, die echt nicht einfach ist. Peppy, wie geht es dir? Ich hoffe gut. Geil, meinst du ja. Das sieht sehr ungesund aus, diese Leiche, ne? So ein bisschen wie eine Schlafposition. So, was haben wir jetzt noch? Zwei Mobs brauchen wir noch. Ohne hier den halben Schlund zu pullen, wenn es möglich ist. Ja, ja, wieder muss ich sagen. Die letzten Tage waren so ein bisschen komisch, hatte ich vorhin schon mal erzählt. Mein Freund ist seit fast einer Woche in Quarantäne, offiziell eigentlich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennen soll. Status zwischen, er hat einen bestätigten Test gehabt und Gesundheitsamt hat sich aber noch nicht gemeldet. Und ja, mein Chef hatte dann gesagt, ja, du bleibst zu Hause, bis wir eine Info haben. Und ja, es war irgendwie jeden Tag so ein bisschen, ja, was passiert heute? Muss ich heute arbeiten? Muss ich heute nicht arbeiten? Und das finde ich extrem anstrengend, ehrlich gesagt. Aber morgen kann ich wieder los. Was mich wieder ein bisschen traurig stimmt, weil das war schon ganz schön, ein bisschen länger wach zu sein. Aber... Ja, das stimmt, Peppy. Also das ist wirklich ein Punkt, der schwierig ist, ein Gespräch mit sich selber aufrechtzuerhalten, wenn man weiß, man hat nichts zu erzählen. Der Chat ist wirklich da eine große Hilfe, weil das kommt dann von ganz alleine. Deswegen finde ich es auch immer bemerkenswert, wenn andere Streamer dann große Zahlen haben innerhalb von kürzester Zeit. Also wie gesagt, keine Sorge, meinem Freund geht es absolut gut. Er hat null Symptome jetzt nicht. Er hat ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Erkältung, wie auch immer. Aber das ist absolut nichts Schlimmes aktuell. Und wir glauben auch nicht, dass es schlimmer wird, weil die Schnelltests jetzt schon negativ ausfallen bei ihm. Deswegen, es ist einfach nur nervig, weil die Behörden sind komplett überfordert. Also ich wünsche das wie immer eigentlich keinem. Und der Witz ist ja, wir haben das Ganze letztes Jahr auch schon durch. Wobei letztes Jahr noch eine ganz andere Situation gewesen ist. Letztes Jahr lief es irgendwie in Anführungszeichen besser ab. Ich war da auch tagelang ohne Informationen. Da war ich betroffen. Und mein Freund wiederum nicht, weil gleiches Prinzip, er war eindeutig klar, bei mir aber nicht. Und ich habe irgendwie keine Info vom Gesundheitsamt bekommen und habe dann aber auch irgendwie Stress mit dem Chef gehabt, weil ich mich zu wenig gemeldet habe. Und deswegen war ich diesmal komplett verunsichert. Meldest du dich vielleicht zu wenig? Oder meldest du dich vielleicht zu oft, weil der Chef noch relativ neu ist? Und ich bin da so ein Typ Mensch, der lässt sich da ganz leicht verunsichern. Muss ich offen und ehrlich sagen. So, wir haben den Angriff endlich fertig. So, jetzt kommt der nervige Teil von dem Scheiß hier. Kann ich jetzt mal offiziell so sagen. Ich finde den voll nervig. Greifen die mich an? Natürlich greifen die mich an. Ist eine doofe Frage.
Ja, das einzig Gute daran ist, er ist jetzt durch und hat 6 Monate Ruhe. Kann man so offen und ehrlich sagen. Wir können also, wenn das ganze Thema dann durchgestanden ist, irgendwann muss sich das Amt ja melden, können wir die nächsten 6 Monate, wenn es dann möglich ist, auch im 2G-Status vielleicht mal was unternehmen. Weil momentan war das eher nicht möglich. Die Behörden sind bei sowas total lost. Ich muss einen Test machen und alles aus unserem Haushalt, weder Quarantäne noch Selbsttestpflicht. Dann wartest du 3 Tage aufs Ergebnis. Wenn er positiv gewesen wäre, wären doch schon viel mehr Leute Kontaktpersonen. Verstehe ich nicht. Ja, ist richtig. Deswegen haben wir ja theoretisch auch gleich so reagiert, dass nach diesem Schnelltest sowohl er als auch ich uns in Quarantäne begeben haben. Meiner war zwar negativ, aber ich bin ganz ehrlich, ich vertraue diesen Schnelltests nicht unbedingt hundertprozentig. Ich kann dir mal dazu sagen, bei ihm waren 2 Tests nicht eindeutig. Der 3. ja, aber 2 davon waren nicht eindeutig und ich habe eine Quest vergessen. Kacke. Und das ist irgendwie richtig bescheuert. Da bist du dann ja komplett verunsichert, ne? Was ich halt nicht begreife ist, was mir nicht ganz im Kopf geht. Vor einem Jahr hat das mit den Behörden ein bisschen besser geklappt. Nicht perfekt, das tut es nie, aber besser als jetzt. Jetzt ist bei uns zumindest, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern aussieht, bei uns im Kreis, und ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute die abdecken müssen, bei uns im Kreis ist jetzt die Bundeswehr dazu gekommen zur Unterstützung. Was muss ich mit den... Achso, die Klinge muss ich damit aufladen. Wo habe ich die Quest eigentlich? Welche Quest ist das? Ja. Das sowieso. Wir werden damit noch eine Weile leben, aber irgendwann müssen wir dann mal irgendwie einen... Da ist die Quest. Einen Weg finden, damit zu leben. Und momentan habe ich das Gefühl, wissen die noch nicht, wie es aussieht. Und das, obwohl ich das Gefühl habe, wir laufen damit jetzt schon 2 Jahre rum. Und keine Ahnung. Ich bin wirklich froh und dankbar dafür, dass meinem Freund soweit nichts fehlt. Das könnte auch anders sein. Dafür bin ich echt dankbar. Das muss ich wirklich sagen, weil ich glaube nicht, dass das irgendwie gestellt ist, was da alles abgeht teilweise auf den Intensivstationen. Ich glaube, das wäre für mich der blanke Horror, wenn sowas bei uns passieren würde. Dafür bin ich echt... seelisch nicht gemacht, absolut nicht. Also es würde überhaupt nicht funktionieren mit mir. Krass, Bundeswehr ist wieder abgezogen. Okay. Ja, bei uns ist sie jetzt, weil im Gesundheitsamt arbeiten 5 Leute. Ich weiß nicht, ob sie den ganzen Kreis abdecken oder wie viele Leute das sind für Anzahlen, aber wenn ich jetzt nur von der Stadt ausgehe, sind 5 Leute immer noch zu wenig. Also, ich weiß nicht. Wobei wir jetzt hier nur vom Gesundheitsamt reden, ne? Ich bin ja noch nicht mal bei den Intensivstationen. Ich find's furchtbar, was zum Beispiel jetzt aktuell wieder in Österreich los ist. Absolut furchtbar. Es tut mir irgendwie, tun mir die Mitarbeiter dort mehr leid. Wobei, mehr leid, das ist auch wieder ein falsches Wort, ne? Also, um Gottes Willen, die Leute, die dort hingehen müssen und sagen müssen, okay, ich bin jetzt kein Notfall, Notfall, Notfall. Also ich bewundere solche Menschen. Ich weiß nicht, was man da noch machen kann. Weil Danke sagen reicht da nicht mehr aus, denke ich fast. Ich finde dafür eigentlich keine Worte. Ja. Wir haben auch, es ist kein Arbeitskollege, sondern ein Geschäftskollege, mit dem wir uns aber sehr gut verstehen, der zwischendurch mal immer zu Besuch kommt. Klingt jetzt auch komisch, aber gut. Der hat auch von einem erzählt, der war auch im Koma und der hat irgendwie alles wohl nach dem Koma
wieder lernen müssen oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es ist wirklich krass. Was auch echt faszinierend ist, und dafür bin ich auch dankbar, das ist, glaube ich, momentan das Einzige, was man machen kann. Ich bin jetzt absolut nicht gläubisch. Im Gegenteil, ich bin absolut kein Kirchengänger und ich bin auch nicht in der Kirche. Ich bin dort ausgetreten, ich weiß nicht mal, warum ich da drin war. Aber egal, ich bin absolut kein gläubischer Mensch. Aber ich denke immer wieder, dass man momentan, glaube ich, echt dankbar dafür sein sollte, wenn man gesund ist. Und damit meine ich gesund im Sinne dessen, dass man nicht im Krankenhaus liegen muss. Weil ich habe in der Familie auch Leute, die nicht im Krankenhaus sind, aber denen es absolut nicht gut geht. Und ja, das ist alles nicht so einfach. So, die haben wir. Dann brauchen wir jetzt noch die Runenklänge. Es muss irgendwie weitergehen, sag ich mal, ne? Ich habe Gott sei Dank einen Chef, der soweit zwar bestimmend ist, was das Thema Impfen angeht, was sein gutes Recht ist, aber ich werde dann morgen sehen, wie er da zum Thema ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich es erklären soll. Ich bin ganz froh, dass das Thema jetzt geklärt ist, dass ich morgen wieder arbeiten gehen soll bzw. kann. Ich glaube, das ist auch für die Chefs echt nicht einfach. Ich bin auch wirklich gespannt, was die morgen dort, weil morgen ist das ja eigentlich schon fast soweit, was die dort morgen im Endeffekt beschließen. Also man sieht, man hat die Pläne zwar schon gelesen, aber was da morgen wirklich beschlossen wird. Ja, das Thema Homeoffice ist auch so eine Sache, ne? Ich arbeite im Lohnbereich und ich bin mir sicher, dass es möglich ist, dass ich Homeoffice machen kann. Mein vorheriger Chef hat das aber nicht so gesehen. Und ich will damit nicht sagen, dass es bei uns keine Homeoffice-Möglichkeiten gibt. Wir haben Kollegen, die zum Teil 2 Tage im Homeoffice sind. Beziehungsweise eine Kollegin ist das, weil die nicht von der Ecke kommt, also die wohnt oben bei Berlin offiziell, durch Betriebszusammenlegung und so einen Kram. Also es ist schon möglich, bei uns Homeoffice zu machen. Aber ja. Ich bin ganz ehrlich, ich würde manchmal auch gerne Homeoffice machen. Zum Beispiel jetzt die letzten Tage wäre das absolut umsetzbar gewesen. Ich hätte normal weiterarbeiten können, in meinen Augen, aber was willst du machen? So. Wir müssen noch die Runenklinge aufladen. Dann wäre es kein Thema. Dann bist du zu Hause, dann ist es so, weißt du? Du hast nicht die Bedenken, die ganze Zeit irgendjemanden angesteckt zu haben und hast halt bessere Möglichkeiten. Also gerade bei uns im Ort ist es sogar möglich, den Einkauf online zu planen und dann holt den Einkauf jemand anders ab. Also es ist hier, sind wirklich die Voraussetzungen optimal für jemanden, der sagt, okay, ich möchte mich in häusliche Quarantäne begeben, aber nicht irgendwie nicht arbeiten gehen. Aber das liegt nicht in meiner Hand. Ich werde das jetzt erstmal noch ein bisschen abwarten lassen, weil ich da vorsichtig bin. Ich will dem Chef da nicht vor den Mund fahren, zu früh da anfangen zu fragen. Weil ich Bedenken habe, dass das nicht gut klappt. Außerdem bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob er
mich da wirklich unterstützen würde momentan. Aber ja. Ja, es ist schwierig. Also wir kennen ihn erst seit Anfang September, wir haben jetzt November. Und ich war den Oktober zum Beispiel komplett 3 Wochen krank. Da hat meine andere Kollegin ihn auf gut Deutsch schon besser kennengelernt, als ich es getan habe. Und ja. Und ich habe bei meinem alten Chef, habe ich 2 Jahre gewartet. Wobei das Bedürfnis, Homeoffice zu machen, auch erst mit Corona, ehrlich gesagt, aufgetreten ist. Und mit der Tatsache, dass ich eine fette Umleitung jetzt fahren darf aktuell. Und keiner weiß, wie lange diese Umleitung noch bleibt. Mein Arbeitsweg hat sich also mal locker verdoppelt. Den ich ursprünglicher Plan auch nicht hatte. Und ich will damit nicht jammern. Es gibt Leute, die fahren viel, viel längere Strecken zur Arbeit. Um Gottes Willen. Aber wenn du halt einen Job angenommen hast, der eigentlich nur 20 Minuten Autofahren beinhaltet jeden Tag. Und plötzlich sind es dann fast die doppelte Zeit. Ist halt scheiße. Ja, die Schrittpreise, genau. Das kommt dann noch dazu, ne? Also, ich bin ganz froh, dass ich nur 50 Liter Tank habe. Aber der reicht auch aus. Und ich habe schon ein sparsames Auto, also. Ja. Es sind alles so eine Argumente, wo ich mir dann denke, Leute, die anderen haben alle ihre Firmenwagen. Ihr könnt das doch überhaupt nicht vergleichen. Ihr habt den Scheiß ja nicht, ne? Bei uns haben, und jetzt kommt der Witz, in unserer, ich sag mal, Filiale, wir haben auch noch eine andere Filiale, aber auch dort haben die Leute alle einen kurzen Arbeitsweg, teilweise von unter 5 Kilometern Anfahrt. Ich bin wirklich die einzige Mitarbeiterin, in meinen Augen, außer wie gesagt, wenn ich jetzt die Fertigung mit einbeziehe, die momentan 30 Kilometer Fahrweg hat. Teilweise haben die Leute, wie gesagt, entweder Montagewagen, die sie nehmen dürfen. Und ich glaube, wir haben einen einzigen, der mir von der Zeit her in die Nähe kommt. Aber der Punkt ist, der hat das immer so gehabt. Das ist eben der Punkt. Der hat es immer so gehabt, der kannte das nicht anders. Der hat damit auch angefangen zu arbeiten. Deswegen ist das wieder ein ganz anderer Aspekt. Und abgesehen davon, in der Fertigung kann man halt auch kein Homeoffice machen. Ne? Sehe ich auch so. Ja, das ist auch so ein Punkt. Also wir haben einen Kollegen, der kommt auch mit dem Fahrrad. Der ist, weiß ich nicht, 10 Minuten oder so hat er, ich weiß nicht, wie kurz die Strecke für ihn mit dem Fahrrad ist. Die andere Kollegin weiß ich nicht, warum die kein Fahrrad nimmt. Könnte sie, aber ich glaube, sie besitzt nicht mal eins. Und die dritte Kollegin, die auch aus derselben Ecke kommt, die kann gesundheitlich halt kein Fahrrad fahren. Würde sie sehr gerne, aber die kann das gesundheitlich einfach nicht mehr. Und das spielt manchmal ja auch eine Rolle, ne? Ja. So, Runenklinge aufgeladen. Dann wollen wir jetzt noch das Auge umhauen. Es ist irgendwie immer noch komisch, dass ich jetzt weiß, ich muss morgen los. Ich bin jetzt schon sicher, dass ich morgen früh keinen Bock habe aufzustehen. Hundertprozentig. Man hatte frei, ohne dass man es wusste. Und man hat es irgendwie nicht genossen. Ich weiß auch nicht. Sag mal, wieso hat denn der jetzt immer noch so viel Leben? Müsste der nicht eigentlich jetzt Leben verlieren? What the fuck? Okay. Ich bin verwirrt. Okay, gut, hat geklappt. Keine Ahnung. Ja, ich muss ganz offen und ehrlich sagen, mein Plan war ja, als ich mit Twitch angefangen habe,
hatte ich gar keinen Plan. Das war, wie gesagt, im Februar. Hatte ich da Urlaub? Ich glaube ja. Das war sogar meine eine Urlaubswoche. Da habe ich mir überlegt, hey, du streamst jetzt mal regelmäßig. Und ursprünglich waren es sogar 4 Tage die Woche. Zwei bis drei Stunden. Und es ist aber jetzt auf dreimal die Woche runtergeschraubt worden, weil ich montags dann wieder mein anderes Hobby hatte. Und im Laufe der Zeit hatte ich mir überlegt, hey, wenn das mit dem Stream gut klappt, könntest du ja die Zeiten für Stream erhöhen. Weil 40-Stunden-Woche und viel Stream kollidiert miteinander. Was ist das für ein... Und den Plan, den ich momentan habe, den kann ich ja offen und ehrlich sagen, weil ich daraus kein Geheimnis mache, ist ehrlich gesagt, wenn Streaming bei mir wirklich irgendwann mal klappen sollte. Es ist auch irgendwie komisch hier. Das funktioniert auch nicht so, wie es soll. Hallo, jetzt. Jetzt. Dann würde ich gerne meine Arbeitszeit ehrlich gesagt reduzieren. Weil ich mittlerweile wirklich nicht mehr Bock drauf habe, 40 Stunden arbeiten zu gehen. Dann hatte ich mir den Plan überlegt, okay, das mit dem Stream ist halt so ein Risikofaktor. Wenn das mal nicht gut läuft, aus irgendwelchen Gründen, dann hast du halt das Risiko, dass du nur 30 Stunden gehst und so weiter und so fort. Da habe ich gedacht, wie kannst du denn sonst noch deine Arbeitszeit in Anführungszeichen reduzieren, dass sie vielleicht nicht mehr ganz so stressig ist. Faktor Zeit im Sinne dessen Fahrzeit. Hatte ich halt die Schnapsidee vielleicht auch mit Homeoffice, was ja auch sehr hochgeploppt ist. Und da hatte mein Chef mir dann halt auch gesagt, nee, überlegen Sie sich das gut. Und ja, das habe ich mir gut überlegt. Ich weiß, dass Homeoffice nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Du musst den Arsch hochkriegen jeden Tag und du musst deine Selbstdisziplin haben. Und dann hat er halt auf der Schiene mit dem Datenschutz gearbeitet und dass ich personenbezogene Daten habe und so weiter und so fort. Und damit war der Plan auch hinfällig. Aber ja. Sieht er mich? Er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Naja, und jetzt habe ich mir überlegt, okay, es kommt, wie es kommt. Entweder das eine oder das andere, ansonsten halt ist es so. Ja, wie gesagt, ich hatte den Plan nicht nur Homeoffice, sondern 2 Tage nur die Woche, weil meine Arbeit teilweise wirklich den Platz erfordert, weil ich kann nicht die ganzen Personalakten mitschleppen oder so. Das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, ich hätte mir meine Arbeit halt dementsprechend verteilt. Ich glaube, 5 Tage die Woche Homeoffice würde ich auch nicht machen wollen. Kacke. Geht der jetzt lang? Da runter. Ja, ich glaube auch, dass Glück und auch teilweise Connections beim Streaming sehr viel wert sind. Ich denke auch, dass es vielleicht nicht ganz unwichtig ist, dass man irgendwas vor Augen hat, wenn man das Stream machen möchte. Weil man sollte, glaube ich, schon einen Plan machen. Ich meine nicht damit, bis Juli 22 habe ich 3500 Follower. Sowas meine ich nicht, weil das kannst du nicht beeinflussen. Ich meine eher so die Sache mit, okay, wie habe ich mir das vorgestellt? Wie soll es laufen? Wie viele Stunden? Was will ich den Zuschauern bieten? Und Konzept dahinter. Und ich bin ganz ehrlich, das mit dem Konzept ist so eine Sache. Mein Kanal steht für MMOs, das ist ja wohl logisch, glaube ich, das sagt der Name. Aber der Kanal soll halt auch sagen, okay, hier geht es um die Geschichte. In den Streams wiederum will ich versuchen, dass
ein bisschen aufzulockern, und zwar in dem Sinne, dass ich nicht alles vorlese, dass ich auch andere Leute erreiche, die vielleicht nicht unbedingt den Kanal im bevorzugten Weise sehen wollen. Beispielsweise mit Yooka-Laylee, beispielsweise mit Valheim. Was haben wir bis jetzt auch schon gespielt? Pumpkin Jack haben wir zu Halloween gespielt. Das sind halt untypische Spiele, die ich auf dem Kanal so nie zeigen würde. Und da habe ich mir gedacht, das ist das Gegenstück zu dem YouTube-Kanal. Das ist das Stream-Projekt. Das heißt, auf gut Deutsch, ganz salopp gesagt, es könnte passieren, dass ich irgendwann mal auf die Schnapsidee komme, dass wir heute Abend DVD spielen. Weil so langsam aber sicher fange ich an, das Spiel so ein bisschen zu mögen. Aber auch nur in der Gruppe. Also ich glaube, random würde das wahrscheinlich nicht gut gehen. Aber halt, das war so mein Gedanke beim Streaming. Ich dachte, irgendwie so ein Gegenstück wäre doch nicht schlecht. Und wenn sich der eine oder andere Zuschauer auf den Kanal dadurch verirrt, der Kanal hat seine eigene Reichweite, sage ich mir, dann ist es super. Und wenn nicht, dann dich. Ja, das war so der Gedanke daran, den ich nach wie vor verfolge. Alle Mysterien werden gelüftet. So, du kriegst deine 800 Stygia. Mensch, die haben wir auch bald auf höchster Stufe, glaube ich. Ja, noch knapp 2000. Okay, wir müssen noch ein paar Seelen retten, das machen wir aber nicht mehr heute. Dann haben wir hier die Erfolge, das ist okay. Wir haben es jetzt kurz vor 9. Um 21 Uhr muss ich aber leider Schluss machen, wie bereits genannt. Ansonsten hätte ich heute nämlich länger machen können, aber mein Chef hat angerufen, ich kann wieder arbeiten kommen. Es tut mir leid. Ich hätte natürlich die letzten Tage auch streamen können, das sehe ich ein, aber ich bin ganz ehrlich, ich hatte keine Lust. Und da bin ich ehrlich zu den Leuten, weil wenn man keinen Bock hat, den Stream anzumachen und lieber irgendwie faul vorm Rechner rumsitzt, dann ist das, glaube ich, auch besser so, wenn ich den Stream auslasse. Ich würde sagen, wir machen jetzt an dieser Stelle Schluss, denke ich. Wir haben auf jeden Fall einen kleinen Fortschritt erzielt. Wir haben einen Teil von den Ketten durchbrechen geschafft. Es ist ein kleiner Teil, ich weiß. Ich werde auf jeden Fall die nächsten Tage weiterhin hier die Dailies machen müssen wieder, damit ich da vorankomme. Und ich überlege mir immer noch, ob ich Freitag jetzt einen Stream anmache oder nicht. Wie gesagt, ich möchte gern privat dort was gucken. Deswegen würde das mit dem Stream kollidieren. Ich melde mich da auf jeden Fall noch. Entweder findet der freitags statt oder wir verschieben auf Samstag. Ich weiß nur, dass Samstag immer so ein schwieriger Tag ist für Streaming, weil da sind entweder die Leute alle unterwegs. Wobei, wo will man momentan hinfahren? Oder aber die Leute haben selber schon was vor. Ja, wir gucken einfach mal. Wie gesagt, entweder oder, eins von beiden. Ich überleg's mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Restabend. Den Lurkern und auch Peppy. Und ich starte morgen wieder durch. Yippee-yay-yay, so oder so ähnlich. Ja, falls ihr das Event Mount noch nicht habt, habt ihr dafür noch ein bisschen Zeit. Und wir sehen uns entweder Freitag, eventuell Samstag, Schrägstrich Samstag, aber spätestens auf alle Fälle hundertprozentig. Sonntag zu Guild Wars 2. Da wird es dann wieder schön Endcount geben. Vielleicht schaffen wir die Story, die 80er Story durch. Und ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt und sehr gehypt drauf, wie nach wie vor. Ja. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich wiederhole mich gerade. Und bis zum nächsten Mal.
all the reasons we should forget about this place. But I don't wanna leave here if you're just gonna stay. Changing like the seasons, been wasting all this time. Should be like satellites cast beyond the sky. Believe our fate for another day. Riding these horizons, we'll find our way. We'll leave our fate and fade into the night. Just follow me to paradise. Just say we try. Say the word.